Davon wissen wir nichts. In seiner Wohnung fanden wir keine Hinweise auf Drogen. Auch nicht bei seinem Untermieter. Blunschley hatte keinen Untermieter. Und wer ist dann der Mann, der sich Zutritt zu Blunschleys Wohnung verschafft hatte? Davon wissen wir nichts. Es wurden allerdings verschiedene Fingerabdrücke sichergestellt. Unter anderem ein Abdruck von Hermine Kühlbeutel. Das klingt hochinteressant. Ist es auch, Maloney. Hermine Kühlbeutel ist nämlich vorbestraft. Sie saß wegen eines Giftmordes über 10 Jahre im Gefängnis und ließ sich danach zu einem Mann umoperieren. Dann ist dieser Untermieter die umoperierte Frau Kühlbeutel. Das ist höchst unwahrscheinlich, Maloney. Hermine Kühlbeutel, alias Hermann Heizdecke, ist nämlich im Jahre 1967 verstorben. Unser neues Fingerabdruck-Laserlesegerät kann Abdrücke hinter mehreren Schichten von Tapeten, Orten und einscannen. Ist das nicht faszinierend, Maloney? Er zeigte mir eine Liste mit Abdrücken, die alle in Blunschleys Altbauwohnung sichergestellt worden waren. Als ich mir an einem Imbissstand einen Snack genehmigte, rief mein Klient an und beschwerte sich darüber, dass ich noch immer keinen Schritt weitergekommen sei auf der Suche nach seinem Schirm. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Handy ausschalten und weiteressen. Am nächsten Morgen kam es zu einem Wetterumschwung. Dunkle Wolken zogen über die Stadt und ein leichter, aber stetiger Regen führte dazu, dass sich die Straßen mit Regenschirmen füllten. Ich spazierte missmutig herum und überlegte mir, wie groß die Wahrscheinlichkeit war, dass Blunschleys Mörder ausgerechnet mit besagtem Schirm an mir vorbeispazieren würde. Das Wunder geschah nicht. Deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als weiter zu ermitteln. Bis jetzt hat sich die Polizei noch nicht bei mir gemeldet. Dabei habe ich mir ein wunderbares Alibi besorgt. Er ist jung, arbeitslos und sieht ganz gut aus. Für ein wenig Geld und einen kleinen Flirt würde er vermutlich sogar seine Mutter im Internet versteigern. Sind Sie Privatdetektiv oder arbeiten Sie für eine Versicherung? Ersteres. Ich habe herausgefunden, dass Charlie Blunschley mit Drogen gedealt hat. Tatsächlich? Das haben Sie ganz alleine herausgefunden? Ironie steht Ihnen nicht. Ich weiß nicht, wie lange Sie Ihren Beruf schon ausüben, aber besonders brillant scheinen Sie nicht zu sein. Mein Beruf besteht zu 90% aus Arbeit und der Rest ist Glück und Bestechung. Was wissen Sie über Charlie Blunschley, was ich nicht weiß? Ist das jetzt die berühmte Intuition? Sie waren an mehreren Auktionen, an denen auch Charlie Blunschley für Oswald mitbot. Da kommt man doch zwangsläufig früher oder später miteinander ins Gespräch. Sie möchten wissen, ob er mir Drogen angeboten hat. Hat er. Sie sind auf dem falschen Dampfer, Herr Detektiv. Worüber haben Sie sich mit Blunschley unterhalten? Sie sind zwar ganz nah dran, aber doch ganz weit weg. Solche Kalendersprüche können Sie sich für Ihre Liebhaber aufsparen. Charlie handelte nicht mit Drogen. Er konsumierte sie. In hohen Dosen. Charlie Blunschley war rauschgiftsüchtig. Total abhängig von allem, was aufputscht und glücklich macht.